Ja, fast 2 Wochen sind um unseres 4-wöchigen Tests mit dem neuen Renault Zoe. Und heute machen wir mal was, was ein paar Frauen, aber die meisten Männer machen werden. Wir schauen mal unter die Haube. Und was gleich positiv auffällt, Motorhaubendämpfer. Also nichts mehr mit Stab aushängen, halten, Stab einhängen. So, und jetzt blicken wir mal in den Motorraum und wir sehen Einspritzanlage, Zylinderkopf, Fächerkrümmer. Natürlich nicht, weil alles hier vorne nur auf Elektromobilität ausgelegt ist. Eine Starterbatterie ist klar. Ansonsten haben wir hier Kühlflüssigkeit, weil ganz viel hier vorne auf Kühlung der Akkus ausgelegt ist. Dann haben wir hier noch ein kleines Behältnis für die Servolenkung und ganz wichtig, Waschanlagenzusatz. Ansonsten viel Elektronik, aber insgesamt viel weniger Elemente, die gewartet werden müssen als bei einem normalen Verbrennungsmotor. Von daher auch da pflegeleichter der Renault Zoe. So, ganz viel Kühlung habe ich gesagt und das ist natürlich wichtig, weil die Batterien von so einem Renault Zoe müssen immer die richtige Temperatur haben. Warum? Das klären wir im nächsten Video.